So, das Wetter sieht nicht so gut aus, gerade angekommen. Ich glaube, ich werde keine Zeit haben zum Filmen. Mal gucken, wie ich das mache, aber auf jeden Fall jetzt schnell abladen. Die Mädels vorne haben auch schon gesagt, schnell abladen, Helm auf, los. Ja, wir hören uns, wenn wir durch sind wahrscheinlich. Erster Lauf 287 laut Draggy. Zwischendurch hatte ich mal Respin, da dachte ich eigentlich, die Kaderwelle ist jetzt ab. Aber nee, war wohl noch alles okay. Ja. Mal schauen, jetzt fahren wir erstmal zurück, gucken uns Logs an. Ja Leute, das war gestern viel zu stressig. Bin hier angekommen, direkt abladen. Die Mädels haben es ja schon gesagt, abladen, Helm auf, losfahren. Und die Zeit hat gerade dafür gereicht, dass ich mein Auto zweimal bewegen konnte und dass Valentin und Raiko, Fahrzeuge, die ich betreue, auch zweimal, teilweise dreimal, glaube ich, fahren konnten. Und dann ist schon der Regen ausgebrochen. Also das war sehr, sehr knapp, absolut keine Zeit zum Filmen. Aber ein, zwei Videoschnitte haben wir. Ja, ich konnte im ersten Lauf mit ungefähr 50% Ladedrucktaktung von dem, was ich bisher abgestimmt hatte, fahren. Und das waren 287 km/h. Dann habe ich das Ganze nochmal mit 80% Taktung gemacht. Und das hatte dann tatsächlich schon gereicht für 304 km/h, obwohl ich auch sehr entspannt losgefahren bin, wie man gesehen hat. Und ja, mega geil, habe mich mega gefreut. Dann kam der Regen, ich hätte gerne noch einen draufgelegt. Ich denke mal, 310 wäre bestimmt auch möglich, aber man kann sich ja Ziele setzen für das nächste Jahr. Und wie ihr seht, sind wir gerade wieder auf dem Weg, weil wir sind jetzt gleich ins Herbst. Wir hoffen, dass das noch ein bisschen trocken bleibt für die Jungs. Wir haben kein Auto dabei. Heute bin ich nur Beifahrer, weil ich in den letzten zwei Tagen schon 1100 Kilometer gefahren bin, wovon 1000 Kilometer nur mit Trailer waren. Das reicht, ich muss jetzt kein Auto mehr fahren. Aber wir machen heute mal den Besucher, schauen uns das ein bisschen an und unterstützen die Jungs hier. Achso, und ich muss mich noch ganz herzlich bedanken bei Marlin und Jelso. Die haben mir nämlich am späten Abend direkt vor TTT noch geholfen, das Auto fertig zu machen. Ich wollte nicht eigentlich gar nicht fahren. Ein Glück habe ich es trotzdem gemacht, weil ansonsten wäre es mit den 304 km/h nichts geworden dieses Jahr. Von daher vielen Dank. Das Auto hat auch durchgehalten, alles war super. Ja, perfekt. Jetzt sind wir jetzt erstmal ins Herbst. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich ins Herbst auch noch ein bisschen filmen, aber ins Herbst war das Wetter wie am Lausitzring zum Ende hin. Nass. Einfach nur nass. Wir sind ja irgendwie Mitte Nachmittags auf den Samstag angekommen, waren bis spät abends da. Es gab keinen einzigen Lauf.
Ich will das auch nicht bei mir zum Thema werden lassen. Ich glaube, da gab es einige Leute, die bei Instagram schon ihre Meinung kundgetan haben. Und ach so, falls ich das nicht erwähnt habe, erster Platz, Klasse 2, 304 km/h. Vielen Dank dafür, Pokal und Sekt. Ist das ein Sekt? Ich trinke das eh nicht. Haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Und ja, Auto steht hier noch im Trailer. Bin noch nicht dazu gekommen, den abzuladen. Ich werde das jetzt machen. Leute, wieder mal ein neuer Tag. Ich bin gerade mit dem Porsche 906 unterwegs. Wir waren damit schon mal auf dem Prüfstand. Ich habe darüber aber kein Video gemacht, weil ich mir gedacht hatte, es interessiert keinen, weil einfach die Community ein bisschen in die kleineren Fahrzeuge geht, dachte ich. Es haben mir aber so viele Leute geschrieben, dass sie sich doch ein Video gewünscht hätten. Deswegen, ja, filme ich jetzt ein bisschen was. Aber ihr merkt ja schon, das Ganze ist nur in so einem Logfile-Video hier, weil ich darüber kein ganzes Video machen kann. Derzeit zumindest nicht, denn das Auto macht immer noch Probleme. Wir haben Kraftstoffdruckprobleme, Leitdruckantaktung geht jetzt, das ging nicht auf dem Prüfstand nicht. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt. Das ging auf dem Prüfstand nicht, das geht, aber Benzindruckprobleme sind da, hat das Auto schon lange, sind tatsächlich immer noch nicht ganz weg. Und ja, mir ist gerade ein Ladeluftschlauch runtergeflogen. Wir können jetzt mit ganz wenig Druck einfach mal ein bisschen fahren. Wir hatten auf dem Prüfstand hatten wir 1,0 bar maximal und wir hatten jetzt gerade 1,6 bar und ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit, damit ihr ein bisschen was hören und sehen könnt. Ich schmeiße das Auto mal an. Wir haben hier eine sequenzielle Schaltung, ist aber ein synchronisiertes Getriebe. Das Ganze ist ein 906 Turbo, wir haben hier keinen Serienhubraum mehr übrigens, sondern das ist ein 4,1 Liter 6-Zylinder Boxermotor. Turbo Upgrade Lader nur, also noch nichts Großes. Also 911er, immer geil. So, wir können jetzt leider keinen Vollstoff geben, weil wir, wie gesagt, Benzindruckprobleme haben. Ich habe den Ladedruck wieder runtergedreht, damit das Benzindruckgefälle vertretbar ist. Ist aber trotzdem noch da. Also wir haben bei 1 Bar Ladedruck haben wir 1 Bar Gefälle schon vom Benzindruck. Und wenn wir 1,6 Bar haben, haben wir schon 2 Bar Gefälle. Wir haben hier 4 Bar Grunddruck vom Benzindruck. Aber Kurvenfahren macht schon Spaß mit sowas natürlich. Ne? Das liegt schon wie ein Brett. Ja. Wie gesagt, Ladedruck haben wir jetzt wieder runtergedreht. Ich habe jetzt nur Teillast noch mal ein bisschen eingestellt. Was ganz extrem ist, der Motor hat halt Nockenwellenverstellung stufenlos, also eher ähnlich wie bei unseren R32 Motoren, aber zusätzlich noch eine Ventilhubsteuerung. Ich habe vorher noch kein Auto gemacht, was eine Ventilhubsteuerung hat, aber dass man das so doll merkt, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Alter Schwede, das ist so ungefähr wie in den ganzen Memes vom VTEC, dass wenn VTEC kicks in, man kennt's. So ungefähr fühlt sich das an, weil in der Umschaltung, alter Schwede, da fährt das Auto nochmal ganz anders nach vorne. Ja, da musste ich tatsächlich ein bisschen tricksen. Ich hatte dann immer Magerrucklern, weil der Motor dann schlagartig mehr Luft bekommen hat. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Custom Map machen müssen, die nur dann aktiv ist, wenn die Ventilsteuerung kommt. Das heißt, eine Custom Map als Korrektur Map auf die Fueling Map. Das heißt, das Ganze wird alles ein bisschen komplizierter, brauchte ich bisher in dem Maß noch nicht. Aber das war der einzige Weg, um das Ganze hier in den Griff zu bekommen. So, wie gesagt, wir haben den Ladedruck jetzt ganz, ganz doll zurückgedreht, damit das mit dem Benzindruck wirklich alles gut ist. Und wie gesagt, ich will ja auch ein bisschen Teillast einstellen. Teillast ist halt auch der Bereich, wo Ladedruck anliegt, aber halt noch nicht richtig. Und das lässt sich natürlich am besten machen, wenn man einfach den Ladedruck runterdreht. Ich kann dir mal kurz was zeigen. Ladedruck gefahren und tatsächlich war es problemlos möglich, mit 0,0 bar Ladedruck problemlos 250 km/h zu fahren auf der Autobahn. Das ging sowas von problemlos. Da merkst du einfach, dass der Motor von der Grundsubstanz her einfach richtig potent ist. Sind halt 4,1 Liter Hubraum, ne? Das ist schon nicht wenig. Haarschaltung würde mir in dem Auto besser gefallen.
weil ja, man ist mit diesem sequenziellen Shift einfach nicht schneller. Man merkt auch, dass man einfach eine riesen Mechanik damit antreiben muss. Ja, also ich hätte auch gerne 11er, muss ich sagen. Also ein Porsche ist halt auch wenn du einen richtigen Sportwagen hast, kannst dich damit eigentlich fast überblicken lassen. So, jetzt zeige ich ihn euch mal von außen. Das ist das Ding. Viel Gegenlicht, wa? Ich glaube, wir müssen mal auf die andere Seite laufen. Was ich noch sagen muss, die Turbos sind ja normalerweise Allradfahrzeuge. Der hat das, was halt viele Leute machen, vorne Allrad ausgebaut. Mit Heckantrieb ist das Ding ganz schön biestig. Also ist ja jetzt nicht der erste Hecktriebler, den ich fahre. Aber wenn das Ding ausbricht, dann halt richtig. Das Auto liegt ganz, ganz lange wie ein Brett bis zu dem Punkt, wo es ausbricht. Und dann ist das echt fies. So, habe ich euch kurz gezeigt. Ja, kann auf jeden Fall wieder abgeholt werden, das Auto. Hab jetzt wieder so weit gemacht, wie ich konnte. So viel dazu erstmal. So Leute, wir sind wieder zurück. Porsche hat es heil hierhin geschafft. Ich muss jetzt auch noch mal was loswerden. Und zwar, unter meinem letzten Video hat jemand kommentiert, Hagen, hast du ein Problem mit Turbogockel? Oder was ist dein Problem mit Turbogockel? Da dachte ich erst so, hä, was ist jetzt los? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann haben mir noch drei, vier Leute, ich weiß nicht, auf Instagram und per WhatsApp, Hagen, was ist denn da los? Wo ist dein Problem? Was hast du mit dem Turbogockel? Ich wusste von gar nichts. Ich musste dann erstmal bei den YouTube-Kommentaren erstmal nachfragen, was denn überhaupt los ist, damit ich das überhaupt verstehe. Und der hat mir einen Zeitstempel gegeben und im Nachhinein haben mir ein paar Leute das auch rausgesucht und haben mir Videos geschickt und ja, ich will das eigentlich gar nicht, aber ich weiß ja auch, dass der Gockel eine sehr große Reichweite hat und wenn da mein Name fällt und dann da schlecht drüber geredet wird, dann muss ich da vielleicht auch mal was zu sagen. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal kurz zusammen das Video gemeinsam an. Ich lasse das jetzt komplett durchlaufen und sag danach einfach was zu. Wir gucken uns das jetzt zusammen an. Kennst du eigentlich den Beat-Tuner? Ja, ich kenne den nicht persönlich, keine Ahnung. Der hat mich mal vor vielen, vielen Jahren, Leute, hat er mich bei Facebook irgendwo ganz dumm angemacht. Wirklich richtig dumm angemacht. Und seitdem habe ich den gefressen. Ich habe den gefressen und wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich den irgendwo sehe, dann fresse ich den. Weil ich ihn gefressen habe, ja. Ich kenne den auch nicht, aber der hat mir... Es ging um irgendeine Programmierung, was weiß da nicht. Und da hat er sich, da war der Coolste bei Facebook und hat sich da, weißt du, den Macker raushängen lassen. Da haben wir gedacht, Mensch. Ja, danach schreibe, du sollst nicht wegen Geld. Ja, Mann, du bist bestimmt Millionär. Ja, ich bin Millionär, klar. Auf jeden Fall fand ich das nicht, weil er kennt mich ja gar nicht, weißt du. Und dann einen so schlecht reden und alles, so ein Scheißdreck, weißt du. Und seitdem habe ich den Typ gefressen und ja, der soll mal auf mich zukommen, wenn der mich irgendwo sieht. Habe ich kein Problem damit. Klären wir unter Männern. Kurz Holz rein. So wie sich's gehört. Gockel, hau mal einem eins in die Schnauze. Nee, Leute, ich bin da. Du, Leute, ihr wisst ja, ich bin in Polen geboren, ich kenn's nicht anders. Wir haben uns verhauen, wir haben uns damals in der Schule, wir haben uns nach der Schule versammelt, in einem Kreis. Also, und die zwei, wo Probleme miteinander hatten, die waren in dem Kreis in der Mitte und dann haben wir uns zerhauen. Der eine hat auf die Fresse gekriegt, der andere nicht. Ich habe auch gekriegt damals. Werd's nicht vergessen. Und einmal habe ich sogar einen Stein. Hier können wir es auch unterbrechen, weil ich stelle mich nicht mit dem Gockel in einen Kreis und wir hauen uns die Fresse ein wegen so einem Blödsinn. Nee, wo sind wir denn? Also das muss wirklich nicht sein. Zuallererst muss ich jetzt erstmal sagen, Gockel, ich habe wirklich kein persönliches Problem mit dir. Du hast recht, wir kennen uns nicht. Ich habe aber meiner Meinung nach auch nie einen blöden Kommentar verfasst. Ich weiß, worum es geht, was du meinst. Das war ein Inbetriebnahme-Video von einem 1.8T mit der ECU Master Emo. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das eine Classic oder eine Black war, ist aber auch egal. Und da hast du dir Zeit genommen und das fand ich auch gut. Das habe ich sogar kommentiert, dass ich das gut fand, dass du dir Zeit genommen hast. Da wurden dann so ein paar Sachen erklärt mit Zündreihenfolge und unter anderem auch Einspritzreihenfolge. Und da war ein kleiner Fehler drin, worauf ich einfach aufmerksam machen wollte, weil ich ja wusste, der Gockel, der hat eine riesen Reichweite, das gucken viele Leute und ich wollte einfach nur
einen kleinen Fehler oder auf einen kleinen Fehler aufmerksam machen. Und es sieht folgendermaßen aus. In der Einspritzreihenfolge hatte der Gockel erwähnt, dass er das gleiche einstellt wie bei Zündreihenfolge. Und das ist aber falsch, weil die Zündreihenfolge ist auf den Zylinder bezogen und die Einspritzreihenfolge ist nicht auf den Zylinder bezogen, sondern auf ein sogenanntes Ignition Event. So. Und Ignition Event wird einfach durchgezählt. Erstes Event, zweites Event, drittes Event, viertes Event. Und das ist dann nicht wie die Zündreihenfolge 1, 3, 4, 2. Sondern es wird sich nicht bezogen auf den Zylinder, sondern auf das Event. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber die eingestellte Einspritzreihenfolge ist nicht gleich der Zündreihenfolge. Darauf wollte ich einfach nur aufmerksam machen, damit einfach Leute, die sich jetzt als erstes dran versuchen, das nicht gleich falsch einstellen. Mir war nicht bewusst, dass der Gockel das dann so aufgefasst hat, dass ich jetzt den Allercoolsten machen wollte. Das war wirklich nicht so. Ist wie gesagt auch schon irgendwie 4-5 Jahre her. Ich habe auf jeden Fall kein persönliches Problem und ich hasse wie gesagt auch Hate im Internet. Das finde ich einfach total bescheuert. Wenn euch das mehr interessiert, was jetzt hier Einspritzreihenfolge und sowas angeht, vielleicht könnte ich da auch ein eigenes Video dazu machen, weil ich denke mal, das würde den Rahmen hier sprengen, das interessiert die Leute gerade ja gar nicht. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch und auch den Gockel natürlich alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.